Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mario Kart 8 Deluxe mit dem M615. Das ist meine Wenigkeit und sagen hallo. Und natürlich. Hooray! Wir haben nämlich im letzten Rennen gewonnen! Und ich hoffe natürlich, dass wir in diesem Rennen oder besser gesagt in den kommenden 4 Rennen ebenfalls gewinnen werden. Ja. Ja, die schütteln mit dem Kopf. Nee, bitte nicht. Nee, bitte. Dieser Immo darf nicht gewinnen. Bitte nicht. Wie gesagt, ich hoffe, dass ich gewinne. Ihr vielleicht da draußen auch. Vielleicht auch nicht. Vielleicht denkt ihr so von wegen, ach Immo, nee. Nee. Du hast jetzt so oft gewonnen. Nee. Irgendwann ist auch gut. Nee. Nee, irgendwann ist nicht gut. Wir immer gewinnen, wisst ihr doch. Am liebsten immer. Und damit geht's weiter hier. In der Pilzschlucht. Die sind heute dabei. Drei Franzosen, ja genau, zähl richtig. Drei Franzosen nun dabei. Wir sind diejenigen, die die meisten Punkte haben. Und dementsprechend sind wir natürlich gefordert, hier auch weiterhin schön fleißig mehr Punkte auf unser Punktekonto zu spielen. Und ich hoffe, das klappt. Ja, münzentechnisch brauchen wir nichts mehr. Warum nicht? Das ist relativ einfach. Wir haben den Goldgleiter im vorletzten Teil gekriegt. Das heißt, wir haben alle Fahrzeugteile. Das heißt also im Umkehrschluss, Ludwig ist böse und wir sind es. Wie am Pilz bringe ich mir auch hier nichts. Sauber. Ist es der Ludwig, der eben so böse zu mir war? Ich weiß es nicht. Wenn ja, müsste ich den jetzt. Hat die mich echt tatsächlich mit dem Teil getroffen noch? Und tschüss. Oh gut. Banane, nimm mit. Ja, Banane nimm mit, würde ich sagen. Und tschüss. Boah, fein die Schlucht. Tschüss. So, P1. Jetzt müssen wir nur noch P1 halten. Und das ist Paletti. Wisst ihr Bescheid? Ja, aber ich, wie gesagt, also ich hatte das in einem vorigen Teil gesagt, ich habe tatsächlich an diesem Spiel richtig Spaß. An welchem Spiel habt ihr denn in letzter Zeit richtig Spaß? Also wo ihr sagt, so von wegen, das ist einer der besten Spiele, die ich je gespielt habe, beziehungsweise einer der coolsten Sachen, die ich gemacht habe. Oder noch besser gesagt, ihr macht anders Spiel und sagt so, oh, das ist cool. Ja, R ist auf 1, da haben wir... Wir hatten schon mal einen Kandidaten, der hieß A. An dem kann ich mich gut erinnern. Jetzt haben wir R. Also, und da unten glaube ich I. Ist es I? Nee, das ist kein I. Aber wir haben A haben wir schon gehabt und R. Also, wenn A und R sich treffen, haben wir R-A. Und jetzt mag der ein oder andere da draußen sagen, warte mal, Limon, ist das ein Hinweis auf ein Projekt, was du aktuell hast? Vielleicht. Vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Ach ja. Haben wir hier irgendwas noch? Nö. Ich wollte schon gucken, aber gibt es da auch mal noch irgendwas hier zu schnacken mit den anderen? Nee, haben wir nicht. Wir haben nichts zu beschnacken mit den anderen. Wie die anderen. Aber mit Mii-Parade haben wir auch schon, da hatte ich auch schon öfter erwähnt. Da haben wir den Kandidaten jetzt gerade unten rechts. Den würde ich auch zur, ja, exquisen Wahl wählen wollen, die Kandidaten, die, wo wir, die einfach extrem interessante Charaktere haben.
Also R hat tatsächlich 3405 Punkte. Wir sind hier drauf und dran, die 4444 Punkte zu kriegen. Ja, wir hören trotzdem nicht auf, Leute. Leute, nee. Das geht noch weiter. Das geht noch weiter. Wir sind erst in Teil 56. Also online, ne? Versteht sich. Teil 56 online. Offline haben wir ja schon. Haben wir alles. Haben wir alles schon gehabt. Oh, R ist wieder erster. R hat es aber wirklich. Ja, Faustdick hinter den Ohren. Das ist ja. Also gerade wieder Glitch. Sollten wir da schon hin? Sollten wir da schon hin? Ich kann mich erinnern an so eine Geschichte, wo wir ja auch über Barrikaden und ähnliches rübergeflogen sind. Und eigentlich da nicht hin sollten, denn Lucky 2 uns geholfen hat und gesagt hat, nein, Immon. Nein. Du darfst da noch. Und dementsprechend uns dann wieder gerettet hat. Wäre das jetzt auch der Fall gewesen? Hätte der Lucky 2 wäre wieder dahin gekommen, hätte gesagt, so von wegen Immon. Nein. Du darfst dann. So. So. P2. Ja, lieber schützen, statt angreifen. Alleine, weil wir ja hier auch schon mal kurz davor waren, das Ding zu gewinnen. Dann doch nicht gewonnen haben. Ja, deswegen. So, der Franzose auf 1. Jo. Schade, dass ich dran vorbeigefahren bin, ne? Tja, sorry, Mann. Das war stark. Das war ein starker Move mit dem Kugelwilli. Wahnsinn. R hat noch mal ein bisschen aufgeräumt, bringt aber am Ende nichts. Sechster Platz. Ja, war kein schlechter Move. Ja, da war natürlich ein bisschen was drin. Ja, und noch mehr. Ja, aber der Erster war, ist Letzter. Ja. Aber das, meine lieben Freunde, das ist Mario Kart. Da bist du eben lange Zeit Erster und denkst eigentlich, es ist alles fantastisch. Und bist dann am Ende Letzter. Ja, das ist Mario Kart. So wie wir es kennen und lieben. Oder auch nicht. Oder eben auch nicht. Vielleicht lieben wir es nicht. Und dann denken wir uns alle so, nee, Immon. Also, nee. 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 Wir mögen es nicht. Wir spielen es trotzdem. Aber einigen Spielen ist das ja wirklich so, dass du dieses Spiel einfach spielst, weil du irgendwelche Achievements oder was weiß ich haben möchtest. Oder irgendwelche Belohnungen, damit du eben keinen Nachteil hast. Das ist bei mir ja lange Zeit so gewesen, bei FIFA tatsächlich. FIFA Ultimate Team. Ja, in der Regel immer schön gespielt, damit ich die ganzen Spieler und alles Mögliche kriegen kann. Was ich auch eigentlich in der Regel geschafft habe. Aber irgendwie großen Turnieren oder sonst was teilgenommen habe ich auch nicht mehr. Es lag aber auch ein bisschen daran, dass ich eben der Überzeugung war, dass ich eben nicht mehr so gut bin, ne? Und bei Mario Kart bin ich der Überzeugung, dass ich gar nicht mehr so schlecht bin. Natürlich können das einige anders sehen, die dann natürlich da draußen sagen, so von wegen, ja, den Ärger verlierst du auch hier die ganze Zeit. Ja, kann man auch so sehen. Klar. Wir haben jetzt hier kaum eine Münze.
Aber wie gesagt, mich stört das gerade nicht, weil hier vorne, hier nämlich diese Position ist, wo ich die Münzen hier hole. Das bringt nichts, wenn ich da hier vorne hinten das mache. Weil diese Turbo-Dinger, klar, gut und schön, aber... Nein! Warum? Ja. Gut. Lucky 2, also kann ich jetzt gleich ausschalten? War das der beste Rücksetzpunkt aller Zeiten? Es war der beste Rücksetzpunkt aller Zeiten. Für einen Immon, den du einfach mal am besten bis zum Start zurückspawnen lässt, weil der einfach das nicht anders verdient hat. Eieieiei, also Lucky 2, Lucky 2, Lucky 2. Also unfairer kannst du eigentlich kaum einen Rücksetzpunkt setzen, als diesen, den du eben gesetzt hast. Joa, P2. Da haben wir angegriffen, aber unsere... Mitleute hier da draußen, die wollten nicht. Die wollten nicht. R auf 10. Die wollten nicht. Andersrum, ohne Rücksetzpunkt. Ohne extrem unfairen Rücksetzpunkt hätten wir das Ding gewonnen. Punkt. Ohne unfairen Rücksetzpunkt hätten wir das Ding gewonnen. Hashtag Rücksetzpunkt. Also... Wie unfair war das denn? Wie weit bitte willst du das Ding noch nach hinten katapultieren? Ey. Normalerweise, als normaler Mensch, hättest du jetzt gesagt so von wegen, ja, ne, das brauche ich nicht mehr fahren. Das Ding ist gelaufen. Ne, aber, never give up. Sagt man mir auch immer so gerne und... Daran versuche ich mich regelmäßig zu halten und damit jetzt zum letzten Rennen des heutigen Teils mit Baby Luigi. Genau, und im nächsten Teil, ne, jetzt sehe ich ein bisschen was vom Quiz. Und alles drum und dran. Gut, also. Das ist auch wieder Waluigi mit Wiggler, ne? Oh, Waluigi mit Wiggler. Das ist ein paar Waluigi mit Wiggler. Aber schön, dass R das nicht fährt. R fährt tatsächlich hier mit Ludwig. Also so mit einem ganz anderen Charakter. Auch dann schön mal zu sehen. Also wenn du dann irgendwelche guten Fahrer hast oder so, die dann halt auch mal was anderes ausprobieren. Immon! Ne, ihr wisst Bescheid. Sauber. Freigelassen. Das ist knapp, aber es ist. So, R. R direkt wieder voraus. Aber ich glaube, ganz ehrlich. Ja. Die Schwierigkeit bei Mario Kart ist eigentlich die Ausdauer. Also, spielst du ein Spiel regelmäßig, dann ist das mit der Ausdauer, also mit den Punkten, ja eigentlich gar nicht mal so schwierig. Man sieht ja, wie viele Punkte ich habe. Oh, das war nicht so gut. Und ein Item. Das ist ein ganz okayes. Anfang. Oh, ein guter Platz jetzt leider nicht.
Da? Nee, sechster Platz. Ist. Na, bei dem Rennausgang ist das okay, aber. Trotzdem ein bisschen enttäuschend. Bisschen enttäuschend, aber macht nichts. Wir haben dafür 4.414 Punkte. Nicht? Also 30 Punkte entfernt von dem Ziel, was eigentlich mein Ziel war. Aber hey! Noch ein bisschen Zeit und noch ein bisschen haben wir ja noch. Und ich hoffe, dass ihr auch noch ein bisschen Zeit habt und gerne mal ein anderes Video vorbeischauen könntet. Gerne Like da lassen, gerne einen Kommentar da lassen, damit ich euch auch antworten kann. Und wir sehen uns dann zum kommenden Mario Kart Teil. Euch schönes Wochenende, falls Wochenende sein sollte. Bis dann und ciao.